Guten Abend. So, wie ihr im Qt Scoop sehen könnt, ja, hier die Route von Danzig oder auch Warschau nach Oslo, wertvolle ATC-Abdeckung. Das wollen wir. Das wollen wir so haben. Also tun wir das. Nun denn, Flugplanung. Wir starten mal alle Programme, die ich brauche. Danzig eine gescheite Freeware-Szenerie gibt. Ob es ob lohnt, wer weiß. Danzig, was haben wir hier? Da gibt's was, ja. Und noch eins. Das sieht doch ganz schick aus. Nur hoffentlich ohne Static Aircraft. Ich hoffe, der hat die nicht drin. Wobei es X-Plane, was? Wobei es völliger Overkill wäre, nur wegen einem Flug deine extra Szenerie zu installieren. Wie groß ist die? Ah, 516 kb, das überleben wir. Wir testen sie mal. Das wollen wir nicht. Da wollen wir hin. Eins zurück, also EMGM. Files Search. Jetzt ab der 3. Mai 2017. Okay. Sort by what? Relevance Date. Miss EGNM? Ich habe doch ENGM eingegeben. Naja. Und ich habe gesagt, ich will Files haben, nicht irgendwelche komischen. Diskussionen rundherum. Mal gucken, wie der aussieht. Hi Pete. Lohnt sich die Installation dann nicht? Oder reicht mir das Standard im Simulator? Megabyte. Na, ich schmeiße mal drauf. Ich glaube, die habe ich alle, die Szenarien, ja. Also, download this file. Dann können wir hier zwischenzeitlich, ups. Also. Da wollte ich noch bearbeiten, weil die Route hier ist Schrott. Weg damit. Delete, Duplicate, Exist.
Die Idee. Ay, caramba! Ja, weg. Das erinnert mich daran, ich muss nachher die Speaker anschalten, also nochmal suchen. Und wir nehmen diese Vapors. Enoa, genau. Show. Export. Wie viele Meilen? 44 Meilen. Also können wir bis zum maximalen Cruise Level gehen. Wir fliegen tendenziell nach Westen. Also nehmen wir ein Even Level 380 in dem Fall. Aircraft Type 737 800. Ja, und wir sind Nor Shuttle 29.06. Und wir fliegen nach Oslo. Deswegen 296 Oscar. Und Watzim. Prefile-Link. Ne, machen wir nicht. Ich tue es heute mal ausnahmsweise über den Client machen. So, Flug ist gebucht. Die Route muss ich noch rauskopieren. Das mache ich dann später. Das haben wir gemacht. Der ist fertig runtergeladen. Dann können wir den minimieren. Also EPGD nach EGNGM. Da kommt die Route nach rein. Nor Shuttle NAX 296 Oscar 380. Das können wir so lassen und minimieren. Tschüss. Die Route muss ich noch reinkopieren. Dynamic Download. Oh, da kommt eine E-Mail mit einem Ticket für morgen oder was? Hoffentlich nicht zu früh. Ja, 13.05 Uhr. Das ist okay. Damit kann ich leben. Kümmere ich mich später drum. Also, Flight Planner. Das kommt noch. Also, Danzig nach Gardermoen. Wir nehmen Alternate Torp, das ist der andere Osloer Flughafen. Und die Route füge ich noch ein. Temperature irgendwie 25 Kilogramm, 5 Minuten Taxi, Holding 30, na, Holding 30, extra 30, 296 Oscar, das kommt noch rein. Also dann Route kopieren, einfügen, rechnen. Ach Quatsch, das wollte ich gar nicht. Ich wollte erst das machen und explain FMS build. Ja, okay. Weg. Weg. Dann kann ich auch die Route gleich hier im Bene Overlay einfügen. Und den zu dem minimieren und dann gehe ich in mein Wetterding hier rein. EPGD nach, genau, da ist er geladen. 737 ab 38.000 Calculate Flight Plan Waypoints. Was haben wir hier? Average Cruise Wind 28745. Habe ich also 39 Knoten Headwind minus 39. Und Wetter, ups, Wetter allgemein, mal gucken, Weather Report, Danzig 280 mit 15, was gibt es hier, Runway 29, dann gibt es die bestimmt, wir fliegen nach Vapors, dann gibt es Vapors im Hotel. Und Oslo hat 220 mit 11, also da gibt das 19, wahrscheinlich 19 left, ja, und dann kommen wir rein über Lunip vor Mike. Machen Bild. Sieht okay aus, dann gehen wir hin. Navlog hier eine Stunde 26. Wir brauchen 6,4 Tonnen Treibstoff. Bast.
Ich schiebe das mal auf den zweiten Bildschirm für später. Den auch. Und den sowieso. Dann können wir den killen. Teamsick brauchen wir nicht. Und dann schauen wir uns nach hier an. Airport. Ja, wir können die Route einfach laden. DPGD. Wo ist er da? Jetzt haben wir es auch da drin und können. Na, wo ist die Route? Ah, hier. Danzig. So. Da ist schon jemand am Boden geparkt, hier an dem Plätzen. Dann nehmen wir halt einen anderen. Aber jetzt tue ich noch schnell die Szenarien draufpacken. Also. Ra, ra, la, 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 la. Also erstmal hier in Temp rein expandieren, entpacken und den tun wir auch nach Temp expacken, um erstmal zu gucken, was da drin ist. Okay, dann kommen die beiden hier in den Aufbewahrungsfolder. Also ich habe die Siebermod immer noch nicht zum Laufen gebracht mit den neuen Updates. Da ist immer noch irgendwas faul. Und obwohl ich die Runtime-Libraries und was auch immer da Update gemacht habe, aber will nicht. Pech gehabt. Trotz Neustart des Rechners. Also, ne? Haben wir alles probiert. So. Dann gucken wir uns mal an, was da ist. Hier, Temp. Warum tut das mal reinkopieren? Das wollen wir nicht. Also den nehmen wir rein. Den hier drüben hin verschieben. Custom Scenery. Da kommt der. Ist da irgendwas Wichtiges drin? Okay, das ist ein tolles Readme. Ein Einzeiler. Na gut, so mögen wir das. Jetzt gucken wir da rein. Dann tun wir den auch dahin verschieben. Custom Scenery. Also EPGD ist da, EMGM ist da. Tun wir den noch da gleich reinschmeißen. Zack, schließen. Und jetzt brauche ich noch einen Moment, weil ich meinen. Weil ich meinen ganzen Yoke-Scheiß aufbauen muss. Bin also kurz weg vom Headset. Sekunde.
So, ich bin zurück. So, wie ihr seht. So, wir laden den X-Plane. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Oder hängt gerade fest. Oh nein, bitte nicht. Vielleicht wegen den Szenarien. Ich hätte vielleicht diese Szenarie-INI-File nicht bearbeiten sollen. Böses Ding. Diese Woche habe ich irgendwie kein Glück. Ja, Programm schließen. Wir geben ihm noch einen Versuch. Und falls es dann wieder nicht geht, dann werden die Einträge wieder rausgenommen aus der INI-File. Aha. Jetzt geschieht was. Also, New Flight. Customize. Was haben wir gesagt? Norwegian, wo bist du? Ich hätte auch Dings nehmen können, SAS. Aber nee, machen wir nicht. Norwegian, Nor Shuttle. Also, Payload. Heute wollen viele dahin fliegen. Machen wir mal 17 Tonnen. Und Fuel 6,5. Passt schon. Dann Local Time, Real World, EPGD. Dann noch mal kurz auf die Little Nuff Map gucken. Dass wir da niemanden. Ah, jetzt sind die weg. Da kann man dahin auf den Stand 12. Da gibt es keine Parkplätze. Okay. Vielleicht muss ich einmal neu laden, denn. Ah. Gehen wir dahin erstmal. Wir können dann angucken, was die Szenerie zeigt. Bin gespannt, was rauskommt jetzt da mit der Szenerie. Vielleicht muss ich den X-Plane nochmal neu laden. Ach. There was a problem loading. Aha. Understood. Understood. Was haben wir hier? Na toll. Das lehrt einen doch nicht dauernd, solche Dinge abzufliegen spontan. Also müssen wir noch so eine komische Library installieren. Das sollte aber schnell funktionieren.
Lalalala. Also, wo sind die? Wo ist der mit dem? Ja, das ist halt hier eine scheiß Instruktionen vom Autor, wo nicht drin steht, welche man braucht. Gucken wir noch da rein zur Sicherheit. Also den hat jetzt ganz nach oben getan. Okay. Das passt schon. Okay. Ding. Wie heißt der? Kami de Bellis CDB Package. Okay, dann lassen wir das und schmeißen die Szenerie einfach wieder raus. Denn ich habe auch sowas keine Lust. Ja, Dini ist eigentlich kein Wirrwarr, es ist halt nur das Explain, dann die einen automatisch auf die Website führt, wo man diese Libraries, diese Datenbanken runterladen kann. Das wäre schön. Oder dass die Autoren vielleicht das selber direkt verlinken würden auf ihrem Download da. Aber nicht jeder hat dazu die nötige Voraussicht, Weisheit, Erfahrung, was auch immer. Ja, Arbeit, ich meine. Naja, offenbar ist die Nachfrage nach diesem Flughafen, nach der Szenerie nicht so bombastisch. Deswegen gab es ja auch bisher kein Feedback von den Leuten, die da mitgemacht, die das getestet haben. Naja, ich schaue unterwegs im Flug nochmal nach. Aber eigentlich ist auch egal, weil ich glaube kaum, dass ich nochmal hierhin fliegen werde. In der näheren Zukunft. So. Jetzt stehen wir halt irgendwo an diesem Flughafen. Vielleicht kann ich mich auch noch verschieben hier ein bisschen.
Ja, da braucht man eigentlich keine, da braucht man eigentlich keine extra Szenerie, weil die drin ist da, die ist schon gut genug. Die ist so eigentlich ganz schick. Zack, was haben wir hier? Welche Parkposition haben wir hier? 21. Ja, perfekt. Nehmen wir die. Was heißt einmal nie wieder? Aber ich meine, wenn ich es nicht brauche, mir reicht eigentlich die. Ich brauche jetzt nicht überall eine Blumenvase im Fenster. Cool. Dann it's time for Christmas. Nee. Swift. Frameless Updates. Gibt es keine. Und dann GUI. Gestern, ich muss mal schauen. Ich vermute mal, das habe ich schon, aber diese. Was? Ich habe doch den gleichen Swift was drauf getan. Hat auch gestern noch funktioniert. Egal. Weg. Ich habe gerade hier auf dem zweiten Bildschirm kam eine Warnung vom Swift-Bus, dass er nicht happy ist. Ist mir egal. So. Da machen wir jetzt hier Connect. Bla bla bla. No Shuttle. Achso, das könnt ihr auch zugucken. Moment. Swift, da ist er. Und ich wollte noch kurz den Link angucken. Ja, eben diese Masterless of Libraries, die habe ich schon. Ja, die habe ich alle runtergeladen, aber die, die er da haben wollte, ist nicht dabei. Die ist offenbar so klein und unbedeutend. Ah doch, da ist er. Carmi Libellis, die habe ich verpasst, oder was? Aber ich bin eigentlich sicher, dass ich die runtergeladen habe. Schaue ich mir nachher an. Also, hast du gesagt, hier Swift, endlich hier. Also, bla bla bla, Noschl 296 Oscar, bla bla bla, das stimmt alles. Und dann Connect. Dann wollte ich noch hier im Swift Aircraft Labels verstecken. Gerade einer oder was? Habe ich mich jetzt gerade vor dem hingestellt? Na gut, dann parken wir halt um. Ist nicht so einfach.
Hi Costa. So, Flugplan, endlich kommen wir dazu. Also, man sagt, das stimmt alles. True Airspeed, naja, 460 ungefähr. Equipment Code Lima von EPGD. Time, naja, es wird wahrscheinlich 19 Uhr Zulu werden. Flight Level 3. Flight Level 380, die Route muss man noch rein kopieren. Nein, das ist er nicht. Müssen wir halt hier wieder rauskopieren. Komm. Wir fliegen nach Gardermoen. Unroute Estimate, was haben wir gesagt vorhin? Weiß noch jemand? Irgendwie 1 Stunde 26. Ja, hier 1,26 und Fuel 2,51. Alternate Ento, ja. So, jetzt brauche ich noch meinen Link zum YouTube-Livestream, wenn ich den finde. Ja, da. Copy minimieren. Einfügen, Doppelpunkt weg. Bup, 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 bup. Remark explain, das stimmt alles. CP, ja. Dann geht's weiter. Send. Also Flight Level 380. Haben wir noch gemacht. Oh. Jetzt hat es genommen. Oh, ne, bleibt da. Nochmal Send jetzt. Flightplan Send. So. Erledigt. Dann können wir jetzt endlich das. Ah, ich wollte noch kurz gucken. Was war nochmal der Wind hier? Average Cruise Wind 28745. Ich muss mir aufschreiben. Das war ja richtig. Das ist 28745. Und ISA Deviation plus 3. Start Weather Transfer. Minimize. Fuel Pump, APU vorbereiten, nochmal analoge brauchen wir nicht, aber hier machen wir Nav-Lights, Wing-Lights, anschnallen, anschnallen die ganze Bande und dann APU anlassen, mal gucken, ob wir Bleed Air kriegen, Duct Pressure kriegen. So, den V-Root können wir killen. Da muss ich noch meinen CPDLC starten. Ah, so sagt No Shuttle 296 Oscar von EPGD nach ENGM. Ento ist der Alternate. Zack, 2030 Ankunft. Nor Shuttle Company Request ATIS Danzig Wetzem ATIS
Und da ist es Information Delta, Runway 29, 280, 15, Kavok 22, Dewpoint 10, QNH 1016. So. Jetzt gehen wir erstmal hin, machen wir ein paar Lichter an, dass wir auch was sehen. Hier gibt es auch Lichter und da gibt es auch Lichter. Und dann tun wir mal hier kurz an der CDU arbeiten, und zwar, was man sagt, Golf Delta, nimm, einfügen, hopp, Systeme sind schon da, Root hat schon Danzig genommen und wir fliegen nach ENGM, Danzig rauskopieren in Scratchpad, minus ENGM, das spart alles Zeit. Company Route, kurz gucken, stimmt das? Vapus, Penur, Xenta, Regma. Nun sieht sie gut aus. Activate, Execute. Ich könnte noch Flight Number Runway eingeben, aber das hat eh keinen Effekt. So, wir sollten noch tanken. Richtig, und gucken, dass der Payload stimmt. Und wir machen noch Pushback schon mal. Verbinden. Route Cockpit, please show me where you want to go. First. Ground to cockpit, tow is driving up. So, da kommt der Pusher. Unable to select pushback tug view at this time. So, dann haben wir gesagt, wir wollten hier mal gucken, wie es mit der Beladung aussieht. Fuel Balance, Payload 17,2. Stimmt das sogar? Ja, 6,5. Stimmt. Also nehmen wir das. Okay, all doors and hatches are closed. Ready to connect. Dann gehen wir wieder hier auf den Typen und sagen, nimm das, das stimmt, Reserve, ungefähr 2 Tonnen haben wir gestern gesagt. Oh, warte mal, das war 190, wir wollen schnell fliegen, Level 380, er sagt zwar 360, aber da sagen wir, leck mich, wir fliegen höher, 287/45 und ISA plus 3 haben wir gesagt, zack. Transition 6,5, das kann schon sein. Temperatur, wir machen mal 40 Grad, um nicht zu übertreiben mit dem D-Rating. Climb nehmen wir aber vollen Climb Power. Climb Thrust, 5 Grad Klappen, 24% CG und da kommen die Geschwindigkeiten. 146 Knoten für die V2, drehen wir gleich ein. Irgendwie 2,9 irgendwas ist dann der Runway-Kurs. Ah, da lassen wir die Speeds drin. Dann machen wir hier Progress. Und da muss noch die Departure rein. Runway 29, aber ich gebe es noch nicht ein. Da reden wir erst mit dem Controller. So, wir gucken mal hier im Swift, wie es da aussieht mit dem ATC. Also drücken wir auf ATC Tree. Was haben wir da? Wir haben den Warschau Center, wir haben Danzig Approach, da ist er 127,27. Und der Warschau hat 12545, den können wir auch schon mal vorauswählen. 12545. Da ist er. Und was noch? Also wir haben Flugplan aufgegeben, wir haben den Pushback vorbereitet, wir haben die richtige Beladung, richtigen Fuel. Wir machen noch hier das Türchen zu. Ja, der... Der Track IR kommt gleich, damit alle zuverlässig kotzen können. Ich brauche nochmal einen Schmierzettel hier oben. Kann ich mal ausfüllen.
Also eine Linie drunter und einen alten Flug. Also NAX296 Oscar Flight Level 380. Wie ist das Ding? Vapos, irgendwas Departure. Climb wahrscheinlich. Steht nichts dabei. Transition 6.5, das stimmt schon mal. Ja, dann reden wir gleich mal mit dem Controller. Also noch schnell den Track aufsetzen und dann geht's los. Gdańsk Approach, Dzień dobry, NOR Shuttle 296 Oscar, Information Delta, we are ready for starting clearance. NOR Shuttle 296, Zero, Gdańsk Approach, good evening, Information Echo is currently cleared to Oslo via flight plan route. Departure runway 29, Vapos 1, Hotel Squawk 4537. NOR Shuttle 296 Oscar is cleared to Oslo via runway 29, Vapos 1 Hotel 4537. And can you please confirm initial cleared altitude? NOR Shuttle 296-0, initial climb per 6000 feet altitude. When ready, pushback and startup approved, QNH 1016. Okay, 6000 feet initial climb and start push approved. NOR Shuttle 296 Oscar will push back in about 1 minute. Also, dann kann ich hier auf Textchat gehen, auf die Frequenz. Dann kann ich den Swift wieder für euch ausblenden. Dann machen wir noch das Final Setup. Gucken noch mal kurz auf das Runway Heading, das genaue 288. Also 288. Und die haben ein ILS dafür, das ist 110,3 und Danzig VOR 16,1. Aber das mache ich während einem Pushback. Vapos One Hotel. Execute. Die Wegpunkte sehen gut aus. Dann machen wir jetzt Pushback. Achso, wir haben ja hier unser. Oh, leider hat sich der Track AR aufgehängt. Scheiße. Euer Glück. Naja, das geht doch. Okay, hier geht er halt nicht. Pech gehabt. Dann weg damit. Nee, was beim Track IR. Was beim Track IR ein bisschen nervt, ist, dass man den nicht nach dem Programmstart des Simulators erst starten kann oder neu starten kann. Das ist ein bisschen doof. Hi Timmy. So. Dann also halt. Ground a cockpit, please show me where you want to go. We want to go there. Accept so connected plan. And bypass pin inserted. Release parking brake. Park brake released. Starting pushback, and you may start engines. Oh. Ich habe vergessen, die ground power wegzumachen. Also anti-collision on. Bla 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 bla. Wir haben Duct Pressure, das habe ich vorhin gar nicht geprüft, aber alles gut hier. Und dann will ich noch hier das Setting finalisieren. LNAV, VNAV, Armed. Yoke muss weg, genau, der stört nur. Wir fliegen heute Airbus von Boeing. Und irgendwie habe ich überhaupt keine Verbindung zwischen Joystick und Cock und Flugzeug. Was soll der Scheiß? Okay. Muss ich auch den neu starten oder was? Das Programm hier?
Heute ist echt der Wurm drin. Naja, also hier stimmt alles. Ich tue den mal neu starten. Wenn es so weitergeht, muss ich den verkackten X-Plane nochmal neu starten, oder wie? Gibt's ja gar nicht. Unglaublich, ey. Also, Joystick. Ja, hier erkennt er doch alles. Okay, und warum erkennt er nicht den Throttle-Quadrant? Ja, den Teller erkennt er. Irgendwie hat er ein Problem mit dem... Ja, der erkennt den Throttle-Quadranten nicht. Da ist irgendwas, was hier klappt mit Verbinden. Scheiße. Natürlich kann man so nicht fliegen, ne? Operation complete. Set parking brake. Park brake set. Disconnecting tow. Also, standby. Jetzt tue ich mal hier den Flugplan speichern. Da muss ich nachher nicht alles neu ausfüllen. Ich muss X2 neu starten, ne? Also ich probiere mal den Sidetrack neu anzuschließen. Ich mach's mal so, vielleicht geht's ja auch so. Probieren geht über Studieren. Ah, es geht. Oh, ja. We're back in business. Okay. Don't touch a running system. Also Park Brake Set, der macht gerade hier sein Pushback fertig. Ja, diese Woche ist irgendwie der Wurm drin, ne? Also, Fuel Pump, alle an, bla bla bla, bla bla bla, alles runter, Packs off, und dann machen wir hier Start und Gym 2. Ja, also der Stecker vom Trottelquadranten, der war schon eingesteckt, aber offenbar war er in 0,03 mm nicht weit genug drin. Kann sein, dass daran lag. Also, es lag wahrscheinlich daran. So, Triebwerk kommt. Nummer 1. Dann gebe ich mal hier Fuel auf Idle. Flaps auf 5. Trimmung leicht schwanzlastig, so ist gut. Okay, wir hatten gerade Cut-Off. Dann Continuous, Continuous. Also wir gehen von links oben nach rechts unten. Alles gut, dann on, on, off, alle hier anschalten, zack, 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 Electric Pumps on, die sind schon on, dann pack, auto, auto, off. Und die Landing Elevation, nochmal kurz gucken, was hat Gardamon? Fuß, also 700 geben wir da ein. Oh, das war zu viel.
Na komm, nicht so schnell das überspringen. Das ist irgendwie nicht konsequent programmiert. 700 Fuß. Also, da haben wir heute mal alles gemacht zur Abwechslung. Und dann geht's los. North Shuttle 296 Oscar Request Taxi. Shuttle 296 Zero Taxi Holding Point Runway 29er via Mike Alpha. Taxi Holding Point Runway 29 via Mike and Alpha, North Shuttle 296 Oscar. Achso, wir können auch den Transponder Code eingeben: 45. Was man nicht alles hat, macht ohne Co-Pilot, ne? 4537 und Transponder an, dann können wir es nicht vergessen. Und wir wollten, haben wir gesagt, nach hier das ILS 110,3 und das VOA 16,1 eindrehen. 110,3. Und das machen wir hier drüben inverted. Also VOA active und ILS preset. Break off, Taxi Light on und dann geht's los. Endlich nach Stunden. Also wir können mal hier im Swift-Radar gucken, ob noch jemand in der Nähe herumfliegt. Ne, dem scheint nicht so zu sein. Da kommt noch eine Lot. Ob der wohl im Anflug ist? Ne, das alles habe ich mir gesetzt, falls ich irgendwie jetzt einen Notfall habe nach dem Start. Und ich zurückkommen will, dann habe ich sofort gesetzt und muss nicht erst suchen und einstellen und so weiter. Dann habe ich direkt parat und kann, habe direkt eine Referenz. Habe ein DIMI zum Platz, ich kann den Localizer folgen, habe mit dem Gleitslop eine Information, ob ich auf der richtigen Höhe bin, hilft mir einfach. Und das VOR habe ich eingedreht auf den zweiten, hier, damit ich auch eine Nadel habe, die mir hinzeigt, da, mit dem RMI. Da. Ah. Der RMI-Nadel, dann habe ich immer eine Nadel, die mir zum Platz hin zeigt. Man weiß ja nie. Ja, der Lot 87 Mike, der kommt hierher. Da ist er, auf Frequenz. Hallo, Radar Contact, continue descent, level 100. Lot 87 Mike, descent flight level 100. Der ist leise, der Controller, ne? Sehr leise. Ich drehe mal rauf hier. Also Takeoff Briefing. Wir folgen diesen komischen Wegpunkten. Wir climb 6000 feet, V2 is 146. In case of engine failure, main runway heading. We climb to the MSA. MSA ist, Moment, hier ist die SID-Karte, 2700 oder 2700 feet, also wir climb 3000 feet. Alles ist Cap OK. If we have fire spark, we fly a left-hand circuit for runway 29er at 2000 feet. There is no frequency change because we are talking to tower, sorry, to approach already. Wenn wir mit dem Tower reden würden,
Sagt die Karte Contact Gdansk Approach after takeoff. No shuttle, Tunnelier 60, it's 270 degrees, 1-2-0, runway Tunnelier, clear for takeoff, reportable. Runway 29, clear takeoff, Wilco, North Shuttle 296, Oscar. Der sagt da ein Zero zu mir, weil er das O als 0 liest. So, also clear for takeoff, Lichter, Strobe Light. Cycle ab, an. Und dann haben wir hier alles vorbereitet, noch den Autoshuttle armen. Take off view. Heute tun wir mal die Elapsed Time so starten. Also Thrusts, Toga, Thrust Set. Eighty knots checked. V1 rotate. And up gets. Pitch ist ein bisschen hoch, also korrigieren wir. Aber müssen wir trimmen, dass er fliegt, dass er nicht zu weit runter nimmt. Cool, Sonnenuntergangsflug mögen wir. Ja, North Shuttle 296 Oscar ist airborne. 1000. North Shuttle 296 Oscar, radar contact, proceed to direct to Zappos Point, climb level 280, high speed approved. High speed approved, we climb 280 direct to Vapos, North Shuttle 296 Oscar. Direct Vapos, inserted. We clear to level, set standard, standard set, and cross check level 280 set. So, dann Nase runter, ein bisschen beschleunigen, wir wollen den Flieger ja aufräumen. Flaps 1. Flaps up. Gut, dann RTO off, Gear off, Taxi Light off, Ignition Auto. Costa, nein, ich habe das Problem nicht lösen können. Ich habe zwar die ganzen Redistributors installiert, aber hat nichts gebracht. Ich habe jetzt im SIBO-Forum nochmal hier reingestellt, ich hatte es jetzt nicht lösen konnte, ob jemand eine Idee hat, was noch sein könnte. Habt ihr gesehen? Die Sonne ist aufgegangen wieder. Das tut der X-Plane simulieren. Das ist cool. Das ist so im Real auch. Ne? Man startet nach Sonnenuntergang und dann geht die Sonne wieder auf, wenn man eben steigt. Und die Sonne hinterm Horizont wieder rauskommt. Coole Sache. Noch gar nicht aufgefallen bisher. Also Autopilot, Command Green, LNAV, VNAV, N1. Super. Dann kann man sich zurücklehnen hier.
So, noch irgendwas oben zu tun? Erstmal nicht. Nee. Also Level 100. Landing Lights off. Seatbelts off. Spring off. Unable to select pushback tug view at this time. Ja, die Farben sind echt gut gemacht, ja, die Grafik. Was geht da ab? Ich muss mal kurz gucken, was da passiert. Oh, wollte mal schauen, ob ich diese CDB Library habe. Library. Also die hier. Noch Shuttle 29060, Kontakt Sweden Control 118 Decima, 479 Flight, vorbei. Come on, it's before. Noch Shuttle 296 Oscar, good night. To 2,500 feet, or should 812. Mal gucken, ob der CPDSC hat. Lockpunkt hat. ESOS irgendwo. ESES, nenne ich. Düsseldorf, Tegel, Dublin. Aber da gibt es keinen Onroute CPDSC. Schade. Sweden, good evening, North Shuttle 296, Oscar, level 200, climbing 280. North Shuttle 296, Oscar, Sweden Control, identified, climb flat level 380. Climb level 380, North Shuttle 296, Oscar. Okay, 380 set, Venus speed. Marshall 296 Oscar, sailing 315, the opposite traffic. Heading 315, North Shuttle 296 Oscar. Wow. Opposite traffic. Da bin ich mal gespannt. Also, wir schmeißen. Correction, North Shuttle 812, turn right, heading 180. Okay. Ich sehe da keinen einzigen. Aber vielleicht ist er noch zu weit weg. Das kann auch sein.
Also zurück zu der CDB Library. Da muss ich mal kurz gucken. Aber ich bin eigentlich. Ich glaube, die habe ich doch. Hier, da ist doch CDB Library. Readme. Up Version 2.5 Final. Und das ist hier Version 2.6 Final. Aha. Hä? Okay. 9. Mai 18. It has created by Kami de Bellasiama. Marshall State front two, continue right turn heading 245. Okay, dann ist der George Sammy 26. Okay, dann muss ich mal gucken, wo ist der Unterschied? Also mal anschauen. New turn heading 245 and clear at approach. August 21. Aha, das ist eine andere Version. Okay, dann wird die eben installiert und nach dem Flug geupdatet. Was ist das? 720 Megabyte. Naja, was soll's. Gib's mir. Not working. Doch, kommt. 8 Minuten ist halt noch. 7 Minuten. Cemetery Library, das ist schon ein bisschen makaber. Also danke Kirsten, in dem Fall, ich bin über, du hast mich dann doch richtig hier hingeschickt, weil ich hatte eine abgelaufene Version oder eine nicht mehr ganz so aktuelle. Ich habe die 2,5 gehabt und statt 2,6. Dann können wir jetzt hier auch diese Danzig-Szenerie killen, die brauchen wir nicht, weil die Standard-Szenerie super ist. Hallo Claudio, ja, vielen Dank. Achso, sucht jemand die Majestic Dash 8400, die Pro-Version? Ich habe die hier, ich brauche sie nicht, weil ich ja X-Plane habe, wenn die jemand haben will. Sagt Bescheid, könnt ihr ganz legal haben, weil ich habe dafür keine Verwendung. So, ich bin da gespannt, wo dieser Verkehr ist. Der muss wohl noch weit weg sein. Arden Airport, Hell 77777, Bus, Cardenis Bus. Do you speak German or do we have to speak English for you? So, Arrival. Zack. ILS 19 left. Doing it for Mike. Lunlip geht nach Tittler. North LA 20. Wind 1 3 0 degrees 7 knots 26 Cape Land. Also sind wir hier. 26 Cape Land. Lunen, Dedux, bla bla bla, Tittler. Okay.
Wahrscheinlich, ne? Das ist so ein komischer Wegpunkt. Wahrscheinlich, wenn die einen doch zu irgendwelchen Witzen motiviert. Eben, wenn Hitler eine Frau gewesen wäre, dann wäre es wohl Titler geworden, aber was? So, mal gucken, wie es da aussieht in, also ich wollte hier, genau, ich wollte gucken hier, Progress, ETA 2036, also kurz nach 10:30, das wird spät heute, 2036, zack, rein, Requests, ATIS, Gardamon, Request, what's in ATIS? Basler, Mission Sierra, ILS 19, right in used, oh, die machen nur eine. Also muss ich das neu programmieren. Und dann wird bestimmt wieder geändert, wenn ich im Anflug bin. Na gut, müssen wir durch. Transition Level 85. Also alles von vorne. ILS 19 right. Via Lunik. Ist eine andere noch? Nee. Vor Mike. Und geht dann die Baba vielleicht. Mal schauen. Ich muss meine Karten konsultieren, die ihr nicht sehen könnt. Geht auch über Hitler, Titler. Okay, also Titler. Zack, execute. Unable cruise, ja genau. Geht auch wunderbar. Launch delay 1-2, taxi to stand 1-4. Taxi to stand 1-4, launch delay 8-1-2. Da kommt unser Intruder. Und ist noch weit weg. Der ist auf 350. Wir sind gleich auf 360. Dann können wir wahrscheinlich wieder direkt irgendwo hinfliegen. Wahrscheinlich direkt nach Xenta oder sowas. Das Heading bringt uns eh dorthin. Passt also. In 8-4-9-3, speed. Okay, it's off to go. Yeah, we have fast geschafft, 1000 to go, yeah. Oh, we can now hear this terrain anschalten. Dann sehen wir das Meer und das Land, da ist von Aalborg. Skin 08-4-9, contact normal control 120.375. Also, den können wir
runterladen. Oh, was ist passiert? Haben wir gerade die Frequenz verlassen? Nee. So one is guessing it. Also wie nach Path Green. FMC Speed. Target Speed 80. Passt also. Jetzt kann man auch den sehen, den Burschen da, den wir vorher nur im T-Cast gehabt haben, im Radar gehabt haben, von weiter weg. Jetzt können wir ihn erst im T-Cast sehen, ne? Ich versuche mal so ran zu zoomen, dass ihr es auch sehen könnt. Ne? Der ist jetzt ungefähr 22 Meilen neben uns. So da. Das passt. Nicht verwirren lassen. Das Radar vom Swift ist derzeit noch auf Norden ausgerichtet und unser Display ist hier auf aktuellen Track oder Heading. Deswegen Norden stimmt dann schon, ne? Der ist da, da ist Norden, der ist rechts von uns hier auf dem Radar vom Swift. Ist er genau nördlich von uns, deswegen passt schon. Schon hübsch hier. Ups. Das haben sie schon hübsch gemacht. Im X-Plane. Also, das gefällt mir. So, noch eine Stunde bis zur Landung. Was machen wir jetzt? Mal gucken, was mein Briefing für morgen sagt. Also ich habe morgen eben, wie gesagt, ich habe Standby von 6 Uhr bis 12.05 Uhr Lokalzeit. Und dann habe ich Airline Swiss 1083. Schon mal einchecken. Das Ticket habe ich schon, genau. Können wir gleich machen. Nach Genf. Da bin ich um 14.10 Uhr. Und dann haben wir um 19 Uhr erst Abflug. 3 Passagiere nach Rotterdam. Mit der Delta Lima Fox. Charlie Sierra Delta Lima Fox. Und wer ist meine Crew? Ah, der Benno. Und die Roberta. Sehr cool. Und den Passagier kenne ich auch, ja. Der ist nett. Cool. Sweden Control, hello, just travel 7173, check level 370. Hello, jet travel 7173, Sweden Control, high identified. Good evening, Helen 359. Descent to one, level 150. Passing for level 380. Also bin ich morgen in Rotterdam im Hotel. Ja, Essen bestellen muss ich mir da. Good evening, KLM 359. Descent to flight level 150, passing flight level 370. Good evening, KLM 359. Sweden Control, identified. Continue descent, flight level 250. Continue descent. Level 250, Kevin, 359. North Shuttle 296, Oscar, Heinrich Center. Dark Center, North Shuttle 296, Oscar. Da hat er mich gerade noch was geschrieben. Irgendwie hat mir geschrieben da. Was geht ab? Nee, Ding Dong, voll aus Ding Dong.
Ah doch, er hat es mir geschrieben hier. Aber wir sind ja nicht völlig bekloppt. Wir können das hier auch per Voice. Also, Center, zack, Execute. Und dann sollten wir vielleicht noch LNAV drücken, das könnte helfen. Wahrscheinlich hinzufügen. LNAV Green. Ich könnte man welche Flüge auch wie jetzt gerade ein Schluss Bier trinken beim Fliegen. So, ich bin auch vor allem gespannt, was dann für Szeneriefehler in Oslo auftauchen. Das habe ich ja gerade frisch installiert. Das könnte interessant werden. Hoffentlich ist es nicht zu tragisch. Kevin 359, please consume runway 26 in a row. Negative, descend flat level of 1103. Call you back with the inbound class. For now, descend flat level of 1103. You sent it for level 1 on the 0, 7, 3, 5, 0. Level 1, 0. Level 1, Control, this is Lufthansa 1903, flight level 260, checking in. Green Lufthansa 1903, speeding control, identified. Say again for Lufthansa 1903. Ja, könnt ihr morgen machen, ja. Gerne Rotterdam. Könnt ihr gerne fliegen. Eben, wir haben Takeoff um 19 Uhr. Wir kommen an 20 Uhr 22. Das sind alles Blockzeiten. Ich kann euch morgen... Ich kann euch morgen die Route auch schicken, gerne. Wenn ich dran denke. Also die echten Flugplan von mir. Wobei das, was ihr bei V-Route kriegt, erhaltet, ist wahrscheinlich genau das gleiche, was wir auch fliegen, real. Würde ich mal behaupten. Mal gucken, ob ihr drin ist bei V-Route. Müsst ihr es noch einfügen. Also Route. Advanced. SGG nach EHRD. Hier gibt es mehrere Routen, ne? Seht ihr ja hier. Ja. Die sind sogar identisch hier. Das heißt. Okay, courtesy of your flight plan. Okay.
Ja, muss mal gucken. Also bei Simbrief, das sind. Ich gucke auch mal bei Simbrief. Können wir parallel gerne machen. Also Airline, was ist das dann wahrscheinlich? Swiss. Swiss Flight irgendwas. LSGG nach EHRD. Alternate, nee, ganz sicherlich nicht. Alternate machen wir wahrscheinlich Brüssel. Genau, Brüssel. Aircraft, was nehmen wir da? Hier 738, da, zack. Alles egal, bla 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 bla. Departure Runway 05. Die haben noch nicht ab. Achso, nein, ich habe noch einen alten. Hier, Herak, deswegen. Zis. Egal. Ja, ist eine andere Route. Ist leicht anders, weil ich habe meinen Erik da nicht. Herak nicht abgedeckt, weil ich eben Simbrief nutze, deswegen mache ich das nicht. Also die Route solltest du so haben, wie sie V-Route hat auch. Wenn sie abweichen sollte, kann es sein, dass sie nicht gültig ist. Und wie immer gilt, wenn man sich V-Route nicht installieren und nicht registrieren will, dann das kann man auch hier eben Qt-Scoop nutzen. Das ist ja komplett registrierungsfreie Freeware. Und da hat man dann auch über das Routenfeld hat man auch direkt Zugang auf die V-Route-Datenbank. Also LSGG nach EHRD, zack, suchen und da sind sie die Routen. Kann man sogar hier mit dem Klick da drauf, Plot Route, kann man sogar anzeigen lassen. Ich tue den mal rausziehen hier, dass man das sieht. Wenn man dann eben hier die an, kann man die vergleichen, die Routen. Ne? Das sind alle gleiche, die drei Stück. Das heißt, eine kann man wahrscheinlich rauswerfen. Diese Dijon-Route, ob die gültig ist. Achso, das ist Low Level. Von Level 95 bis 195. Okay. Alles klar. Aber diese Route hier, diese Deep hier, Arbos, Xilo, Diekirch, Niki, das ist die realistische Route. In control, Gorkland, this is Papa 8 Alpha 2, Victor Flight Level 330. Papa 8 Alpha 2, Sweden, identified. Papa goes Papa 3 for the taxi to Apen via backtrack. Jackson, do you bring the line with the other one? Alpha 2534, contact Norway Control, 120.375. So, da sind wir. Und wenn man auf dem Flugzeug hier im Kurzgrupp rechts draufklickt, dann kriegt man hier die Route auch dargestellt. Mit allen Wegpunkten. Wenn man links draufklickt, kriegt man den Flugplan. Dann kann man auch hier über dieses Feld hier kann man auch die Route außen einschalten. Concept 1-6, Dezimal 650, Kelly 359.
Freedom Control, this is Contour 1903, radio check. Contour 1903, radio 5. The travel 717G request descent. Jet travel 717G descent flat level 270. Descending 270, the travel 7173. Nee, das ist kein Schlaflied. Das ist. Das sind die Notification. Die Benachrichtigungstöne vom Swift, die ich gerade durchprobiert habe. Working 1177, descend altitude 5000 feet, local QNH 1016. Okay, wir sind 5000 feet, aber 91165. Also wir haben noch ungefähr 30 Minuten, naja, 40. Na gut, wenn wir uns hier langweilen, dann kann ich ja mal meine Videothek ein bisschen kramen. Und ein paar alte Sachen rauskramen. Archiv, Fliegerbilder, Videos own. Mal gucken, jetzt haben wir nicht alles. Hier, Anflug auf Rotterdam. Das sind, glaube ich, alte Videos, oder? Oh, das sind richtig alte Videos. Nee, geht gar nicht. Ah, hier ist ein bisschen Action. Das habe ich vor ein paar Jahren aufgenommen, aus meiner Falcon raus, mit meiner Action Cam. Ich frage mich nicht, wo es ist. Ich kann es noch nicht sagen. Alpha 1903 Sweden, Radio 5. Ah, cool, passt da, ja. Radio 5, thank you very much. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid, wenn irgendwas nicht klappen sollte. Tust du Swift komplett neu installieren oder einfach nur auf P3D anpassen? Du kannst es ja parallel betreiben, das weißt du, ne? Wo ist denn das? Ich komme gerade nicht drauf. Das ist irgendein Platz, den ich schon lange nicht mehr angeflogen habe. Bye-bye. Skyline 7722 Tango back. Skyline 7722 Tango Roger, when ready to descend flight level 250. When ready to descend level 250, Skyline 7722 Tango. So, jetzt geht's los. Ich wollte schon vorspulen, warte. Was ist hier? Runway 12 und da ist ein vierpropellergeres Flugzeug. Okay. Keine Ahnung gerade. Irgendwo am Meer. Ewig lange Bahn. Irgendeine Insel. Ach, ich weiß, was ist. Das ist Bermuda. Ha! Natürlich, das ist Bermuda.
travel 7173, contact the Danzig approach. Ja, da die Kamera nicht ganz gehalten, dann habe ich sie zurückgerückt, damit sie wieder gerade filmt, einigermaßen. Contact 917-7, thank you, the travel 7173, bye. Ich spule mal ein Stück vor. Ah, da kommt sie. Da ist Hamilton auf Bermuda. Cool. Da kommen noch richtig coole Videos noch mal kurz. Good evening, Center. This is with Iris 049er passing flight level 20, inbound to waypoint Mach 7. Ja, ich war einmal kurz in Bermuda, ja. Vor ein paar Jahren. Wann war das? 2014, ja. Also vor 5 Jahren schon, verdammt. Nein, muss nicht eigentlich sein. Wir waren eine Nacht dort. Das war nett, ja. Aber ob ich da wohnen wollte? Nee. Wir haben das Schiff gesehen vom Abramovich. Das da am Kai lag, aber das ist da zugelassen. Muss man manchmal hin wahrscheinlich. General 722 Tango, contact Norway, 118, decimal 8, 75. Norway 118, decimal 8, 75, General 722 Tango, tschüss. Ich spule mal ein Stück vor. Genau, das ist das Bedford. Ja, Bedford. Shuttle 29060, when ready, descend 57250. Hat er mich gerufen? Wahrscheinlich schon. Ready in about 5 to 10. Doch nicht. Ja, da ist die Kamera weggerutscht. Der kennt er ja auch aus dem Placebo, aus dem X-Plane, ne? Mit einem Winkel. Genau, Kamera am Kopf festgemacht. Jetzt haben wir so ein bisschen Track-IR-Feeling wieder, ne? Runway 34, genau. Left clear. Cleared for takeoff, right side clear. Und auf die Bahn drauf. Kamera nochmal zurecht drücken. Ja, schnell Take-off Briefing Review. Und los geht's. Das war, glaube ich, der Abflug von, ach, das war der Abflug von New York. Verstehe. Das ist der Hudson River hier.
the Outmaster from Manhattan. Und dann sind wir auf eine ganz besondere Insel geflogen. Die kennt ihr bestimmt gleich. Also wir sind dann von New York 4 Stunden nach Süden, Südosten geflogen. Auf eine berühmte Insel, die geteilt ist zwischen Frankreich und Holland. Jetzt wisst ihr es bestimmt. When ready, descend Flight 7250. Tu mal Vorspur. Then I would like to wait 5 minutes more and then start descending to Flight 7. Die Strände mit dem Strand, wo Leute rumstehen und sich wegpusten lassen. It's entirely up to you. Great, with 049er, clear to Stockholm Arlanda, L7 Papa right, runway 1, minor right. Jetzt weiß aber jeder, oder? Wo wir sind. Und da ist ein KLM-Jumbo. Leute am Strand, die hochgucken und winken. Welche Landung? Yeah. Genau, St. Martin, sehr gut. Pier to Orlando via Alto, yeah, das war eine meiner besten Touren bisher in der Firma. Leider ist die Kamera da weggerutscht beim Landen. Man möchte abbremsen, naja, was soll's. Einfacher in der echten Maschine zu landen als in diesem Roboter. Ist einfach so. Was haben wir noch? Deck aufschreiben. Wir haben uns selbst noch ein bisschen Spotting gemacht hier. Wir sind so oft, kommt man da nicht hin. Air 049er, when ready, descend flight level 110. Descending to flight level 110 with Air 049er. Ja, wir müssen ganz schön lange warten hier. Ah, Delta Lima Fox, mit der fliege ich morgen auch. Sehr gut. Wie schaut unser Flieger hier aus? Wir sind bald am Top of Descent, weniger.
weniger als 20 Meilen. Also. Ist Tara. Muss ich ein bisschen schauen. Aber erstmal machen wir hier Takeoff in San Marco. Ja, ja. Können wir auch winken. Das war November, ne? Das war Ende November. Da ist in der Karibik halt Hochsaison. Und das Wetter war klasse. So wie hier gerade bei uns. Abhey, Alpha 2, fly direct. Super. Ready? Power set. Da haben wir extra die Bremse gesetzt. Und das ist 2960, Contact Norway Control 118, das ist mal 875. Harmony 875, Nor Shuttle 2960, Oscar, goodbye. Harmony 875, ich muss kurz einen Movie unterbrechen hier. Zack. Blablabla. Norway Control, good evening. Nor Shuttle 296 Oscar, fly at level 380. Norway Control, hello. Cleared for the unit for Mike arrival. And the Sun long 20. Lunip for Mike, level 120, Norway, Nor Shuttle, 296 Oscar. Gott, wir vergessen, was war der Level? 120? Ja, 120, ja. Ich frage. 296 Oscar, klar, direkt Dida. Direkt Dida, Nor Shuttle, 296 Oscar, and confirm level 120. That is correct, sir. 296 Oscar. Also, dann machen wir jetzt hier. VNAV ist green, er geht runter. Und wir fliegen direkt nach D-Dax. Very cool. Also, wir gucken unseren Takeoff noch fertig hier. Ich weiß noch, da haben wir extra vor dem Start, beim Start haben wir extra die Bremsen angehalten, festgehalten, Vollgas gegeben, um den Leuten am Zaun ein bisschen Luft zu geben, zu atmen. War eben clear to 11, standard 5. Right, Calgary, North of Shuttle 1901, so, obviously in den Wolken. Wir sollten vielleicht mal das Anti-Ice anschalten. Zumindest Engine Anti-Ice. Und wir schnallen an. Die ganze Bande. Ich könnte auch nochmal zur Abwechslung mal den Approach angucken und die Einstellungen vornehmen. Also, was haben wir hier? Wir müssen beim Wegpunkt 447 at or below 120 sein.
Eben hier, ne? Da ist der 447, 120 below und wir haben ja 120 eingestellt. Und hier der grüne Kreis zeigt an, wo wir mit der jetzigen Sinkgrade da ankommen würden. Auf der 120 etwas zu früh eigentlich, aber eben sagt er at or below. Und der nächste Punkt ist dann GM426, den müssen wir auf Level 90 überfliegen. Und wir haben zwischen den beiden Punkten 11 Meilen zurückzulegen. 10 mal 3, ja, 3000 Fuß, passt. Wenn wir ein bisschen tiefer runterkommen, dann hat der Flieger noch Zeit abzubremsen. Gut, dann mal das neueste ATIS anfragen. ATIS, Gardemoen, Watson. Information Tango 19 right in use, transit level 8 QNH 1007. Also mal ein vorbereiten 1007. Und auf dem Baby drehen wir schon eins ein 1007. Bye. Auto Break 1. Dann machen wir das Approach Briefing. ILS Approach Runway 19 Right. Vom Titler geht's nach Odudi. Nix Drag required. Also. Oh, wir haben gerade schlechte Frames, kann das sein? Er schwankt zwischen 25 und 10, etwa 30, naja, hat irgendwas geladen. Binladen. Also von Titler geht's nach Odudi. Okay. 12045, North Shuttle 296, Oscar, goodbye. Over to direct from air call from SK 97, this is on the radical. Oscar approach, good evening, North Shuttle 296, Oscar descending flight level 120 to Dedux, information Tango. Washington 2960, stop approach, good evening, expect Dallas 19 right, descent to flight level 90. 19 right, level 90, North Shuttle 296, Oscar. Level 90 set. Gut, also von Titler nach Odudi, das werden wir noch schnell hier prüfen. 5000 Odudi at 4000, ja, das stimmt so. Und Speed 200 or less, ja. Und dann nach Xinlo, das stimmt. 3500, 180 knots, das ist auch einprogrammiert. Und dann 19 right. Cool. Dann machen wir noch hier Ref Speeds bestätigen. Scanner 414, reduce speed 220 knots. Die, ja, natürlich würde ich gerne nochmal nach St. Martin fliegen, keine Frage. Das wird hoffentlich auch in meiner Karriere noch ein paar Mal passieren. Mindestens einmal. Wird schon passen, wird schon klappen. Okay, was macht der Flieger da? Wenn er nicht macht, was ich will, dann kriegt er halt hier das so hingedreht. Also, ILS 193 Grad. Das drehen wir hier ein. Scanner 4, make two left orbits at present position. 111,3 fürs ILS, 111,3. Und es gibt am Platz ein VOR, das ist das Gardemoen. 1595. Setzt sich auf dem Nummer 2 aktiv. Dann haben wir jetzt, guck, haben wir jetzt hier eine Nadel, die dahin zeigt zum Platz mit dem DME, 44 Meilen. Also Minimum, was haben wir da? 875, das drehen wir hier ein. Nozzle 777. Ach, ihr denkt, das war. 875, da ist er.
1-7-2-7-4, and the figures here. Oh ja, ich nehme euch mit, genau, ja. Also, jetzt zum eigentlichen Approach Briefing. MSA. Motion Location Scanner and 274, are you on the frequency? Are you calling North Shuttle 296 Oscar? Negative, we are calling Scandinavian 274. Scandinavian 274, are you on the frequency? Also gut, wir haben hier MSA highest is 3900. Und keine Wolken mehr, dann können wir jetzt hier das NTIs abschalten. Final approach 3500, Xinlo is 8.9 DMI of the ILS. At 4 miles we can check light slope 1961. Minimum 875, one puppy on the left side of scan the 414. Do you copy touchdown zone. Missed approach, climb on 193 track to DME 2.5 of the ILS, then turn scan right on track 224, climb 5000 feet, expect vectoring by Oslo approach. Nach der Landung rollen wir links ab. Wahrscheinlich bei Alpha 5 oder Alpha 4. Ich habe noch vergessen, die Karte sagt auch Minimum 160 knots until DME 4 auf die ILS. Gut, alles gemacht. Transfer 1525. Score current. Walking it into Delta 1525. 1-0-1-3-9-4, would you pass the crew 180-120? First Delta 1525, identified, join XU holding level 120. We hold at Adobe, XU is holding Delta 1525. Oh Gott, wenn wir holden müssen, mal gucken, wo uns das Holding schickt. Mal gucken, ist da. Was haben wir da? Ist irgendwas vorgegeben? Nee, LUNIP war ein Holding. Und dann gibt's noch ein Holding bei Tittler. Das wäre 255 Grad inbound course, Rechtskurven. Yeah, orbits, we did not got orbits on our CDU. So. Yeah, okay, scan 414. Orbit on the CDU right. Gibt's nicht. Okay, turn right, I think 120, I will left you around. Also, wenn jemand sagt, make two orbits to the right or left, heißt das, ihr sollt Vollkreise. Orbit steht für Vollkreis, ne? Das ist das Wort für Vollkreise. Ryanair 1394, so good evening. Expect hold at the deck so at level 120 standard terms. Okay, hold at you take so at hold 120 Ryanair 1394. So. Module 296 Oscar, are you able to join the hold at code Mike 447? North Shuttle 296 Oscar, that's a bit close. We can try otherwise the next waypoint, maybe. Yeah, it needs to get you on the Golf Mike 447 and you do the traffic inbound the final sector. So, could you do Golf Mike 447 or I will rescue you back to 447? Okay, we hold 447 right turn standard. Also, sind wir hier, was ist Kurs? Jetzt muss ich schnell arbeiten hier. Mal gucken, was noch klappt. Hätte er mal früher sagen können, der. 447, current 014, right turns, lag time 1 minute. Execute. Mal gucken, was noch klappt. Ja, Level 100. Dann Landing Lights an, Wing Light an, Logo an. Und dann gehen wir ins Holding über 447. Correct. Das Scanline 274, are you able to enter a random holding at your present position? Scan here in 274, yes, we can do that. Dann haben wir noch hier Zeit, um noch ein Video anzugucken. Warum nicht? Das ist ein Nachtanflug. Also sind wir zurück nach Bedford. Bedford ist Kilo Bravo Echo Delta, KBED, in der Nähe von Boston.
Scanner 414, turn left. Das war die Radar-Vectors to final. Ja, da ist die Bahn, kann man kaum erkennen. Jetzt sieht man es besser. Alright, 250 for the 414. Lufthansa 1903, reduce speed to minimum, please. 30, 20, 20. Speed to minimum. Smooth landing, war mein Kollege, nicht ich. Thank you, I'm expect to join hold at hold 447. Aber ich habe noch viel mehr Videos, ich muss die mal suchen. Thank you. Oh ja, World Flight 2014. Guck mal hier. Ah. 204, are you on the frequency? Das kennt er ja auch noch. Wobei ihr wart vor 5 Jahren nicht dabei, glaube ich. Das heißt, wir machen das schon eine Weile, den World Flight. Das war Reiseflug irgendwo in der Welt. Scanner 414, heading 010. Heading 010, scanner 414. Scanner 414, affirm, heading 010. Gut, hatte ich mir eine Katze geschoren, ich weiß. Ja, Autobrake 3. Da müssen wir ordentlich geben. Ah, das ist der Christoph. Neukirch, den kennt er ja auch noch. 447, pressure 200, and speed, ja, yeah, best holding. Oh ja. Das war irgendwo in der Karibik. Da sind wir auch irgendwo gelandet und mussten dann auf dem Gras rollen. Ich weiß noch. Mike 447 holding level 200 and best holding speed. 300 left holding. Ich sollte mal das CPDLC ausblenden. Sagt doch was, Leute. Da hat der Christoph zu früh gezogen. Oder war ich das? Wahrscheinlich war ich das selber. Scanner name 414, contact director, course on only 1197. Contact director 118 December 314. 414 Oh, hat er mich gerufen? Ich glaube schon, ja. Scheiße. 296 Oscar, cancel hold, as again cancel hold, can direct Golf Mike 426 to join the arrival, speed 250 knots. Holding cancel, direct 426 250 knots, NOR Shuttle 296 Oscar. Exit hold. Lufthansa 1903, can just jump in the hold, flight level 90. Direct 426.
speed 250. Sorry, canceling the vault for the Thunder 1-9-0-6. You can descend in the hold to flight 790. Nee, zum Glück erinnere ich mich nicht mit dem Wasser, der Wasserlandebahn. 090 on the hold. 2013, da haben wir auch noch. Ah. Überraschung, da ist wieder Christoph. 274, turn right in 0-1-0. Das war, glaube ich, der Lars. Cancel the hold, right in 0-1-0. Ja, ist der Lars, ja. Das war unser Trainingsflüge vor dem offiziellen Beginn des Events. Da sind wir von Darwin nach Ayers Rock geflogen, genau, ja. Genau. Und wo ist der Rock? Mal suchen. Da ist der Rock, da kann man sehen. In der linken Seitenhälfte vom Fenster, ja. Skyline 274, contact director 1997, course alone. Ja, in Australien fliege ich gerne. 274 FM, contact director 1997, course alone. 1997, course alone, Skyline 274, thank you. Also, Bomber 997 geht's als nächstes. Muss ich mal eindrehen hier. Bomber 997. Uru, nee, Mount Uluru. Uluru. UL. Nozzle 296 Oscar, speed 220 knots. Speed 220, Nozzle 296 Oscar. Send us Nozzle 190, Jesus, confirm you are in the hold at Ghost Max 447 now. Thinking about canceling the hold. Can you give me the vector, please? I can hold, but give me the vector. Okay, 1903, no problem. Turn left heading to 210. Left heading 210. Sorry about that. You're from 1903. Okay, now, yeah, take off. Also ich mache es so, ihr hört den Funk zu und sagt mir, wenn ich gerufen werde. Und dann kann ich hier in Ruhe euch die Videos zeigen. Delta 1525. E1, rotate. You can cancel the whole character to that and descend the level 100. Ist der Crosser schon mal zum Ayers Rock geflogen? Müsst ihr euch mal animieren, das zu machen, falls nicht. First, no, shuttle 296, Oscar, contact directly 11997, course on there. 1197, no, shuttle 296, Oscar, here. Director, good evening, North Shuttle 296, Oscar. North Shuttle 296, Oscar, guten Abend. Landing 19 right, expect some delay due to inbound sequencing. 19 right, can we reduce further? I firm reduce to 200 knots. Are we doing 208 due to manual clean? Right, yeah. Scandinavian 274. Also more delay. 1-2-8-9-0-9-0. Und der Flug war dann mit mir und Lars, da sind wir von Ayers Rock nach Melbourne geflogen, genau. Und sind dann da gelandet und dann haben wir noch mehrere Platzrunden gedreht. Und dann sind wir von Melbourne nach Sydney und dann hat am nächsten, nach ein paar Stunden, hat dann eben der World Flight dort begonnen. Flug auf Melbourne, ja. Oh. Die Frames waren, glaube ich, so schlecht, so wenig,
dass es echt anstrengend war, da anzufliegen, weil man vorausahnen musste, was im nächsten Frame passiert, in der nächsten Berechnung des der Grafik. Oscar, we have a couple of planes in front of you on the approach, and we have eight other planes on the holding point. So there might be a significant delay. You can expect some holding at Golf Mike 453, which will be a non-standard one. But for the moment, just continue minimum clean speed inbound the Bournemouth. North Shuttle 26 Oscar. Dann programmieren wir ein Holding bei 453. Na gut. Was ist das dann? 223 Rechtskurven. Also Director, this is Lufthansa 1903. I'm holding pattern with Victor. I need Vector. And at flight level, crossing flight level 120, at flight level 090. Check me. So, also wieder im Cockpit. Sieber, die wenigen Frames. Da musste man wirklich sehr gefühlvoll fliegen und nicht überreagieren. Die Grafik war schon gut, aber sehr langsam. Direkt Hitler, North Shuttle 296 Oscar. Delta 1525, direkt Barber. Aber direkt Hitler. Haben wir doch kein Holding, was jetzt? Hitler, direct, execute. Dann tun wir mal das Holding in Hitler programmieren. 255 Grad. Also Holding, Hitler, 255 Rechtskurven. North Shuttle 296, Oscar, 7000 feet, QNH 1007. 7000 feet 1007, North Shuttle 296 Oscar. Also 7000. Vertical speed, set QH 1007 is set. Dann gehen wir mal 1000 hier. Marshall 296 Oscar, contact director, correction final, on call sign only 128 decimal 9. 1289, North Shuttle 296 Oscar, goodbye. Noch ein Controller, wow. Hello final, North Shuttle 296 Oscar. North Shuttle correction, scan at Navian 274, turn right, heading 110, speed 180. Right, heading 110, speed 180 for Scandinavian 274. North Shuttle 2960, to final, go on press. Ich glaube, wir haben noch gleich hier Touch and Go gemacht, ne? That's a go. Der Lars musste die Klappen zurückfahren auf 15 oder sowas und dann haben wir wieder Gas gegeben. Ja. Flap set und take off thrust Toga. Ja, ich wollte ATC, aber nicht so viel. Kann ich ja keine Videos zeigen. Und dann haben wir noch eine Runde gedreht hier. Genau. Noch einmal vorhersagen, wie der Flieger reagiert. 6000 North Shuttle 296 Oscar. Yeah, I just saw. They're very similar. I know, it's on purpose to confuse you. Ja, Oscar ist ein scheiß, ist eine scheiß Callsign, den Buchstaben einzubauen, weil eben das O wie eine Null aussieht. Das ist gemein.
Ja, also die Personen, die dabei sind, die werden garantiert ihr Einverständnis geben, gezeigt zu werden. North Shuttle 296 Oscar, turn right, heading 300. Heading 300, North Shuttle 296 Oscar. Heading green 300. Jetzt tun wir gerade hier in der Schalten zwischen 737-800 Home Cockpit und Sibo. Heading 030. Heading 030, 206. Haben wir nochmal einen Go-Round? Ja, genau, wir haben nochmal Touch and Go gemacht. Turn right, heading, und los geht's. Genau. Flaps 15, set, Toga, V1, rotate. Right heading 230, descend 4000, heading for the ILS 19 right, descending. Positive right, gear up. Sky level 414, contact tower 118.3. Und dann kam, glaube ich, die Abschlusslandung. Yeah, okay. Keep it short on these types of frequencies. It's Lufthansa 1903. Turn left heading 360. Left heading 360. Lufthansa 1903. North Shuttle 296 Oscar, speed 180, descend 5000. Descend 5000, and was it speed 180, North Shuttle 296 Oscar? Correct, brake, scan driven 274, speed 160. Also 5000 set, speed 180, dann geben wir eben mal hier flaps 1. 160 to 40, vertical speed minus 1000. North Shuttle 296 Oscar, turn left heading 280. Heading 280, North Shuttle 296 Oscar. Go to 4, contact tower 183. So, mal langsam sollte ich mich hier auf den Anflug konzentrieren. Wir machen noch eine Landung hier und dann ist Schluss mit lustig. Scan the 216 for the first walk climb if needed. I'll re-bark here on the lunch at I'm sorry to say. You found it, thank you. Ich erinnere mich ja, die frame rate war so niedrig. Oje, oje, das war anstrengend. Director Delta 15. Da lacht der Lars. Central 525, left heading 090, speed 180. Nochmal den Touchdown gerettet, war knapp. Boink, on the ground, reverse, ja. North Shuttle 296 Oscar, turn left heading 230, descend 4000, cleared ILS 19 right. Heading 230, descend 4000, cleared ILS, North Shuttle 296 Oscar. So, cleared ILS. Also, wer weiß noch, wie man die Centerline Extension baut? Also, Exit Hold, ja, Execute. Also, wir gehen hier. Wir haben gesagt, Xinlo ist das Final Approach Fix. Das kopieren wir runter. Direkt. Und sagen, Intercept Xinlo Course 193. Der ILS Localizer Kurs. Execute. Und schon haben wir hier die Sonderleine. Dann sehen wir, in 3 Meilen ungefähr treffen wir auf den Localizer. Also machen wir es hier. Ja, FC, eine Blockte. Block, Gleitslop, Blumt. Scan 11206, excellent cleared visual approach, on wave 19 right, space left behind. Whoa, clear free visual behind the traffic scanner 216, thank you. This is also 1903, turn left 3280. 2500. Ach nee, kein Reverse. Wir sind nochmal durchgestartet. 280. Heading 280 for your central hands. Delta 1525, speed 170, descend 6000 feet. 176,000, 150. Aber jetzt war's dann mit
Touch and Go. Jetzt wurde gebremst, ja. Oh, genug. Also wir haben hier Lock Green und Glide Slop Arm still. Tower ist 18,3, glaube ich. Können wir nachgucken hier. Swift. ATC, ATC 3, was haben wir da? Cardamon Tower hier, 18,3, ja, stimmt. Danach kommt dann Ground 1216. Also machen wir schon mal hier Speed Break Armed. Skyline 29 is exhaust, Skyline speed 160, maintain till 40, me. 1624, North Shuttle 296, Oscar. There's 1525, turn right, heading 160, okay, also then flaps 5, speed 160. 160, okay, turn left 195. Skyline 216, traffic proceeding is 4.5 miles, doing 180 knots over the ground, current spacing is good, call power 18T. Given speed, I know you're calling 83, hold on. Sind wir 9,8 Meilen, also wir müssen noch etwas mehr als 5 Meilen. Die Geschwindigkeit halten. 160 until 40, we have the 1.5. So. Glide slope green, altitude 5000 feet set for missed approach. Right heading 190 for frequent approaches. Oh, cool, ne? Das sieht hübsch aus. Still, the circle line is still 1-9 right, still the 1-5. That's the 1-5-2-5, thank you. Ja, das ist hübscher hier rechts. Das ist auch hübsch. Das ist auch so 1-9-0-3, speed 1-9-0. Das ist der 1-9-0-3. Speed 1-9-0. Speed 1-8-0-0. So, jetzt haben wir endgültig Sonnenuntergang hier, ne? Hört nicht wieder. 5000 feet for the sun. Also dann tun wir mal hier was fürs Geld. Autopilot off. Auto thrust off. Oh, der fliegt die Nase runter heute mal. Wow. Wie kann das nur passieren? Also, Gear down. Flaps 1903, left heading 160, clear ILS 19 right. Say again, the heading 160 and clear ILS. 160, please approach. Left on 196. Ja, final North Shuttle 296 Oscar Tower is calling us to contact him. That's correct. Call him 1183. So long. Bye bye. Taxi Charlie to Charlie 2 and. Also, wir haben gerade 4 Meilen unterschritten. Charlie, jetzt Charlie können wir weiter abbremsen. Flaps 30. Yankee wins 100 from your. So, wo ist meine ref speed? Warum ist sie nicht da? Kill take off from the one and the right, which is copied. North Shuttle 5 feet, thank you. 1000 feet, yeah, now we're here. North Shuttle 296 is Oscar, 2.5 miles. North Shuttle 3-0 for escape landing clearance, continue for now, wind 2-2-0-8 knots. 296 Oscar. Tower, good day. Also expect landing clearance. Hoffentlich gibt's eine landing clearance und ich muss nicht durchstarten. Also go round wäre straight ahead.
DME 2.5, Heading 224, climb 5000 feet. Wir sind etwas tief, wir korrigieren. Ja, Gleislauf, er tut schon meckern. Peterland 19 right 296, Oscar. So, zu hoch. 12045/5000 feet. Oh, nicht aufschaukeln. Wow! What is this? Boah, der Flieger ist einfach hier. Krass. Ich lock mich mal lieber aus. Was war das? Was war das? Hat mich da eine Wake Turbulence erwischt oder was? Krass. We are dead. Interessant. Das hat er nicht gehabt. Hatte ich mal gesehen, was da los war? Habt ihr gesehen, der Flieger hat einfach eine Kurve gemacht. Der ist einfach weggedreht. Als ob er eine Böe erwischt hat. Eine Windböe. Also nicht eine Windböe, sondern Wake Turbulence, also eine Wirbelschleppe. Wow. Krass. Okay. Ne, das war kein Wind. Das war irgendeine dumme Simulation oder das war ein Fehler im Modell. Das kann auch sein. Krass. Oder war ich zu langsam? Ich muss dann gleich mal im YouTube-Video nachvollziehen, was da war. What the fuck, kann ich nur sagen. Also Transponder. Standby. Und dann goodbye Swift. Sehr interessant. Das habe ich noch nicht gehabt. Aber es erinnert mich an die Wake Turbulence Simulation vom, ich glaube, Active Sky im FSX. So sah es auch aus. Ich habe voll gegengelenkt und Gas gegeben, aber der Flieger hat nicht reagiert. Oder ist das Sibo-Bug? Kann auch sein, ne? Krass. Nee, keine Ahnung, was war. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Gut, dann wird hier der Swift, sag ich schon, der X-Plane getötet. Machen wir noch hier Stop Operation. Oh, sogar der Global Readwriter ist gecrashed. Wow. Krass. Na gut, dann ja, werde ich den Stream, glaube ich, jetzt schließen, bevor es viele sehen.